Daniela? Daniela? Ja? Ich muss los. Okay. Wann muss dann? Wenn ich auf der Wache bin. Also, mach's gut. Morgen. Morgen. Dein Kühlschrank kaputt oder hast du verschlafen? Beides. Franz? Oder Frau? Blödsinn. Zur Frau. So, mein Lieber. Doppelt schwarz und mit Zitrone, bitte sehr. Das ist super gut gegen Kopf. Ja. Jetzt probier's wenigstens. Danke. Wolfhard, was genau machst du da? Hast du Angst, dass bei dir zu Hause Einbrecher sind? Das ist nicht meine Wohnung. Das ist die Wohnung von einer Freundin. Ach so, das heißt, du bist jetzt unter die Stalker gegangen? Nein. Ich habe versprochen, ich mache auf ihrem Laptop einen Sicherheitscheck, also ob man sich von außen reinhacken kann. Aha, das kann man. Ja, siehst ja, man kann. Mhm. Aber es ist komisch, ich habe sie jetzt schon so oft angerufen und komme immer nur auf ihren Anruf beantwortet. Und am Handy meldet sie sich auch nicht. Ja gut, um die Uhrzeit ist eine Frau im Badezimmer. Ja, dann wäre sie aber jetzt schon weit über eine Stunde im Badezimmer. Auch nicht ungewöhnlich für eine Frau. Also ich mache das jetzt mal ein bisschen dunkler da. Schuhe so ordentlich. Das stimmt. Normalerweise kommt es auch zu einem Blutaustritt, Nase und Mund, aber ist nichts. Wie lange ist sie schon tot, Franziska? Noch nicht lange. Vor 2 Stunden hat sie noch gelebt. Was? Wie bitte? Ja, ich war da. Was, wie heute Morgen? Ja, ich hab mit ihr geredet. Ich weiß nicht, was das ist, kein Selbstmord. Dafür gab es überhaupt keinen Grund. Sie hat Pläne gehabt. Sie wollte ihr Leben ändern. Wann wissen wir was, Franziska? Ja, ein bisschen Geduld müsst ihr schon haben. Na ja. Also, die wohnt an sich alleine da. Heute war das nicht der Fall. Irgendjemand hat ja dort übernachtet. Franz? Wie? Wolfhard war's. Echt? Ja. Wir haben Wein getrunken und ich hab zu viel gehabt, um mich noch ins Auto zu setzen. Also hab ich da geschlafen, ne? Und? Ja gut, wenn du da eh so, dann wirklich eine Frage. Jetzt komm, hey Bob. Ich weiß, kannst dass du da bist. Lass mich nicht verarschen von dir. Und wenn du dich nicht an die Abmachung hältst, dann passiert was. Wann war das? Das war heute in der Früh, 7:03. Der sagt keinen Namen, aber vielleicht kennst du den. Das ist der Hans. Hans Grumberger. Ah, okay, gut. Weißt du, warum es da gegangen ist? Bis vor einem halben Jahr haben sie zusammen gelebt. Ja, und? Was sagt uns das? Dass er sie umgebracht hat? Nie. Dazu wäre der Hans nicht fähig. Ich meine, ich bin sicher, dafür gibt es eine Erklärung. Was weiß denn ich? Fragt's ihn doch. Wie gut haben Sie die Dame denn gekannt? Na ja. Die Daniela war 12 Jahre lang die Freundin vom Hans und mit dem bin ich in die Schule gegangen. Darf man fragen, was Sie gestern bei ihr wollten? Hat sie jemanden zum Reden gebracht? Na,
Einen Techniker hat sie gebracht. Sie hat Angst gehabt vor versteckten Wanzen und Kameras. Was? In ihrer Wohnung? Hast du welche gefunden? Na, war alles sauber. Aber sie war richtig beunruhigt. Wo hat sie denn gearbeitet? Justizministerium. Sie war Vertragsbedienstete in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Oh weh, das ist die Sektion vom Zaun an. Das ist ein äußerst sensibler Bereich, sagt der Oberstaatsanwalt. Die Penny ist schon unterwegs dorthin. Was ist mit dem Ex-Freund? Haben wir noch nicht erreicht. Du weißt aber schon, wie das geht, also theoretisch, nicht? Hörer abheben, Nummer wählen, möglichst die richtige. Oberstaatsanwalt Zauner muss ich leider entschuldigen. Unaufschiebbare Termine. Ach, verstehe. Was Gott. Sie müssen es leider mit mir vorher nehmen. Nehmen Sie Platz, bitte schön. Danke sehr. Und Sie sind ein Kollege von Frau Resch? Genau. Leider muss man es sagen, ich war Ihr Kollege. Vielleicht hätten wir besser auf Warnsignale hören müssen. Warnsignale wofür? Frau Resch stand unter enormem Druck. Sie haben sicher von der Postbox gehört, die es seit März gibt. Ja, ja, diese Website. Genau. In Korruptionsfällen sind wir als Staatsanwaltschaft natürlich sehr auf anonyme Hinweisgeber angewiesen. Whistleblower. Ja, und aus diesem Grund haben wir einen digitalen anonymen Briefkasten eingerichtet. Wie können Sie denn die Sicherheit dieser anonymen Hinweisgeber garantieren? Mit der üblichen Verschlüsselung natürlich. Daran muss man natürlich auch glauben, dass das Sicherheit bedeutet, oder? Wie auch immer. Als Abteilungsleiterin war Frau Resch für dieses Projekt verantwortlich. Mit sowas macht man sich eine Menge Feinde. Gab es Probleme? Das ist Stress. Die Öffentlichkeit hatte riesige Erwartungen an das Projekt. Und auf der anderen Seite gab es massiven politischen Druck, das Ganze gleich wieder einzustampfen. Also stand Frau Resch quasi zwischen den Fronten. Sie hat sich dann kurzfristig Urlaub genommen, offiziell wegen der neuen Wohnung. Aber wenn Sie mich fragen, ich glaube, die war einfach überfordert. Überfordert inwiefern? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aber warum interessiert Sie das alles? Gibt es Zweifel, was die Todesumstände angeht? Und das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Der Franz lag richtig. Sie hat sich nicht umgebracht. Die Frau war bereits tot, als sie aufgehängt wurde. Todesursache ist ein Bruch der Halswirbelsäule. Ihr spricht ja für Erhängen. Grundsätzlich ja. Aber bei der Frau Resch, da war die Fallhöhe extrem niedrig. Das heißt, das Opfer wäre nicht sofort tot gewesen und es hätte einen Todeskampf gegeben. Dafür fehlen aber die typischen Verletzungsspuren. Und die Hämatome im Gesicht? Die sind kurz vor ihrem Tod zugefügt worden. Jemand hat auf sie eingeschlagen, sie ist gestürzt und war auf der Stelle tot. Und das ist sicher? Absolut sicher. Der Bademantelgürtel, der wurde ihr doppelläufig um den Hals gelegt. Das heißt, hier kam es zu einer Hautquetschung. Wäre sie noch am Leben gewesen, dann gäbe es hier Zwischenkammblutungen. Und das ist der Punkt. Die gibt es eben nicht. Jetzt ist ja der Mensch als der Toter wesentlich schwerer als normal, ne? Das heißt, man braucht schon einiges an Kraft, um jemanden im Nachhinein dann so aufzuhängen. Ja, genau. Deshalb hat man ihr die Schlinge um den Hals gelegt, das andere Ende oben drüber geworfen und sie dann hochgezogen. Das sieht man hier auch sehr schön. Diese Zugrillen, die stammen vom Bademantelgürtel und die Richtung der Fasern hat uns dann gezeigt, dass es eigentlich gar nicht anders gewesen sein kann. Sag Franz, wer hat sie denn eigentlich von wem getrennt? Der Kronberger sich von ihr oder umgekehrt? Na, die Daniela ist gegangen, ja. Gab's einen anderen Mann? Erzählt hat sie nichts. Im Gegenteil, sie wollte eher ihre Ruhe haben. Verzeihung. Ah, Franz, du hast mich herbestellt? Ja, und sie kommt gleich. Okay, wir warten draußen, Uffert. Okay. Frau Kollegin, wir wollten ja... Wir wollten ja, ja. Du, Franz, was ist denn los? Es ist, ich muss dir was sagen, es ist, die Daniela ist tot. Nein, das kann nicht sein. Doch, leider. Wir vermuten, dass sie ermordet wurde. Deswegen haben die Kollegen auch ein paar Fragen an dich. Naja, du bist ihr Ex. Und wir haben deine Nachricht am Anrufbeantworter gehört und die waren nicht gerade freundlich. Du glaubst, dass ich das war?
Nein, das glaube ich natürlich nicht, aber es nutzt nichts. Du musst jetzt durch. Komm, geh. Um 7 Uhr haben Sie angerufen bei ihr. Da waren Sie aber noch in Wien, sagen Sie. Jetzt braucht man aber von Wien nach Baden nicht länger als eine halbe Stunde. Ich schwöre, Sie war nicht bei ihr. Ich hab das Problem anders lösen können. Welches Problem? Vor 2 Wochen habe ich mein Auto ausgeliehen, weil es mit dem ihren einen Totalschaden gehabt hat. Und eigentlich wollte ich das Auto wieder zurückkommen. Aber dann hat die Daniela die Idee gehabt, mir das Auto mal abzukaufen. Dann habe ich gesagt, na, gehen wir schon machen. Aber dann will ich ja bald das Geld sehen. Da haben sie das Geld nie gesehen. Na, sie hat gemeint, sie hat es jetzt nicht. Wegen der neuen Wohnung. Aber das war gelogen. Die Wohnung hat nämlich gar nicht sie gezahlt. Das habe ich dann hintenrum von einer Freundin von ihr erfahren. Wer hat die Wohnung bezahlt? Ihr neuer Freund? Das hat's abgestritten, dass es den gibt. Aber am Ende hat's mir nur mehr angelogen. Das hat's die ganzen 12 Jahre nicht gemacht, weil es gewusst hat, wie ich das hasse. Ja, ja. Und wie ist dann gesehen, dass ein anderer Mann in der Wohnung übernachtet hat? Sind sie ausgezuckt? Ich hab nichts gesehen. Ich war ja nicht da. Und da sind Sie sich sicher? Wir waren 12 Jahre im Forest zusammen. Haben wir eine Chance auf Fingerabdrücke? Schaut nicht gut aus. Da ist ziemlich herumgereinigt worden an der Tür. Naja, war zu befürchten. Sagen Sie, wann sind Sie dort weg? Naja, das war so zwischen 6:30 und 7. Das heißt, dann hat der Kronberger vielleicht gar nicht aus Wien aus angerufen, sondern bereits aus dem Taxi, auf dem Weg zu ihr. Wieso Taxi? Na, um sein Auto zu holen. Der wird doch nicht vom Bahnhof zu Fuß zu ihr gegangen sein. Scheiße. Wie ich von dort weggefahren bin, ist gerade ein Taxi angekommen. Aber ich hab niemanden aussteigen gesehen. Na schau. Wiener Kennzeichen? Weiß ich nicht mehr. Aber eine Frau ist gefahren. Mittleren Alters, blond, glaube ich. Okay, also Taxlerin. Das könnte uns Zeit sparen. Hoffentlich. Sie haben Kronberger gehen lassen müssen? Leider. Aber wir können ihn festnageln, sobald wir diese Taxlerin haben. Ach, ich habe in den Zentralen telefoniert. Die haben eine Frau, Elfi Strauß, für den Next bei uns angekündigt. Gratuliere. War der Oberstaatsanwalt auch so hilfreich? Der war leider ganz wichtig verhindert, aber ein Herr Wimmer hat mich über die neue Website aufgeklärt, für die Daniela Resch verantwortlich gewesen ist. Schaut's mal. Wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, Krach mit eurem Vermieter habt, der euch nur noch Schwarzarbeiter schickt oder irgend sowas, dann könnt ihr euch hier einloggen und den Guten denunzieren. Na, sehr was. Wenn ich das mit meinem Vermieter mache, dann spielt's Granada. Deswegen ist es auch absolut anonym und ganz sicher. Schaut, eine Rückverfolgung der IP-Adresse des Hinweisgebers ist nicht möglich. Und wer das glaubt, wird selig. Was aber schade ist, weil Vernadern ist bei uns Nationalsport. Nur gibt es eben immer Sicherheitslücken im System. Und dann gibt es auch böses Blut. Jetzt weiß ich auch, warum die Daniela Resch unbedingt wollte, dass der Wohlfahrt bei ihr die Wanzen sucht. Und das sind alle Adressen, die auf ihrem Laptop zu finden waren? Das ganze Adressbuch? Ja. Mit einem Pseudonym war da sicher niemand unterwegs. Und den Laptop hat sie quasi nur privat verwendet. Die Flasche ist weg. Was für eine Flasche? Die Sherryflasche. Schau mal. Da ist heute früh noch eine Sherryflasche gestanden. Die hat sie gestern Abend dort hingestellt. Ja gut, vielleicht haben sie gestern einfach auch vernichtet. Nein, das weiß ich hundertprozentig. Das war ein sauteurer Sherry, so in einer Holzkiste. Sie wollte ihn mir schenken, aber ich mag keinen Sherry. Sie übrigens auch nicht. Naja, dann wird's wohl ein Geschenk vom Ex-Freund gewesen sein. Nein, der Hans weiß doch, dass sie kein Sherry trinkt. Weißt du noch, was das für einer gewesen ist? Extra Viejo oder so irgendwas ist drauf gestanden. Naja, gut, das heißt nur, dass er über 50 Jahre alt ist. Ja. Was, wenn's dich irrt, Franz? Vielleicht hat's ihn einfach irgendwie weggestellt. Ich irr mich nicht. Die Flasche ist hundertprozentig da gestanden. Ihr irrt euch, was den Hans angeht. Der Hans liebt die Daniela immer noch. Ja, Franz, aber was ist, wenn genau das das Problem ist?
Tag. Sie sind die Frau Strauß, gell? Womit kann ich dienen? Gut, Sie haben heute in der Früh eine Fuhr gehabt nach Baden in die Glockengasse 3, stimmt das? Ja, ja. Den Herrn habe ich am Flughafen aufgepickt. Aber heim habe ich den nicht chauffiert. Echt? Sicher? Na, sicher bin ich mir da sicher. Schauen Sie, der kommt in der Früh in Schwächert am Flughafen an und erklärt am Telefon, er müsse leider noch einen Tag länger bleiben. Das kennen wir von den Herren. Wahrscheinlich haben sie nicht einmal den Koffer selber gepackt. Aber liegen, das kennen die. Und am Schluss heißt dann auch noch Bussi, Schatzi, ich vermisse dich schon so sehr. Sie sind eine Expertin, was? Wissen Sie, mit welcher Maschine der gekommen ist? Nein, das habe ich nicht gefragt. Wie weit ist denn der gewesen? Ein Mann im besten Alter, wie man so schön sagt. Also so wie ich faktisch, ne? Anfang, Ende 30. Nein, da waren sie aber noch viel zu jung. Nein, der heute in der Früh, der war so um die 50. Vielleicht ein bisschen jünger. Ja, so Mitte, Ende. Also was jetzt? Schauen Sie, wenn Sie das ganz genau wissen wollen, müssen Sie ein bisschen mehr Hirnkastel strapazieren. Zahlen Sie mir die Zeit? Meine liebe Elfi. Ich darf ja Elfi sagen, oder? Der Helmut. Wissen Sie, da geht es um den Tod einer jungen Frau. Genauso jung wie Sie. Und die wollte immer Spaß im Leben haben, genau wie Sie. Sie ist auch eine Frau, die Spaß im Leben hat, oder? Ich sehe schon. Als Kommissar sagen Sie das gleich. Also, wie alt war der jetzt genau? Ich habe mir jetzt in der Wohnung noch mal genau umgeschaut. Die Sherryflaschen ist tatsächlich verschwunden. Ja, und noch was. Da hat gerade jemand angerufen für Daniela. Am Anrufbeantworter gesprochen. Männliche Stimme. Er will Daniela in einer Stunde auf einem Spielplatz treffen. In der Nähe vom Mexikoplatz. Mit einem Jonathan. Ein Mann mit einem Jonathan auf dem Spielplatz? Wer soll das sein? Hast du deine Nummer, oder? Warte mal, ich schau. Ja, ja, warte, ich schlaf mit. Okay, kann losgehen. 0676 882 542 541, ja, ja. Okay, danke, Franz. Wir melden uns. Bis dahin. Das heißt, sie hat nicht nur ein Verhältnis mit einem Mann, der hat auch ein Kind. Der weiß nicht, dass sie tot ist. Kommt also als Täter gar nicht in Frage. Oder er ist besonders clever und der. Und er rechnet mit deiner Logik. Er heißt Leb. Werner Leb? Du kommst jetzt auf Werner? Na, weil im Notizbuch von Daniela Resch an Werner Leb stand, ein Journalist. Warte jetzt mal. Ja. Und mehr kann ich euch genau nicht über den sagen. Seine Website ist gesperrt. Die von Ihnen angeforderte Seite enthält Inhalte aus den Bereichen Glücksspiel, Pornografie und Phishing. Der Zugriff wurde daher verweigert. Pornografie? Ja, ist doch egal. Ich meine, die Chance ist relativ groß, dass es nur einen Jungen gibt, der Jonathan hat auf dem Spielplatz. Also los, probieren wir's. Bis später, Benny. Bis später. Bye, bye. Ich glaube, mein Vater war mit mir niemals auf einem Kinderspielplatz. Ja, das ist aber eine Fahrt. Jeden Nachmittag im Park hocken. Und das mehrere Jahre lang. Jonathan!
Jonathan, lass das andere Kind auch einmal schaukeln. Könnt ihr euch ja abwechseln, okay? Ellie? Ja, das bin ich. Was gibt's? Warten Sie auf Daniela Resch? Was geht Sie das an? Ich glaube, mein Vater war mit mir niemals auf einem Kinderspielplatz. Ja, das ist aber eine Fahrt. Jeden Nachmittag im Park hocken. Und das mehrere Jahre lang. Jonathan! Jonathan, lass das andere Kind auch einmal schaukeln. Könnt ihr euch ja abwechseln, okay? Ellie? Ja, das bin ich. Was gibt's? Warten Sie auf Daniela Resch? Was geht Sie das an? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kommt Daniela nicht, oder? Die Frau Resch ist tot, Herr Leb. Ermordet. Was war das für ein Verhältnis, in dem Sie zuvor standen? Ein berufliches. Das ist ja klar. Aber wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Wird ja nicht um eine Homestory gegangen sein. Oder? Wenn Sie das interessiert, dann können Sie gerne auf meiner Website nachschauen. Das haben wir schon versucht erlebt. Die ist leider gesperrt. Da waren Sie aber flott diesmal, die Herren. Sie haben es nicht selber sperren lassen? Nein. Wahrscheinlich war es wieder ein Fehler im automatischen Filter des Bundesrechenzentrums. Das hat zumindest das letzte Mal geheißen im Justizministerium. Ja, wem sind Sie nur auf die Füße gestiegen? Eh so ziemlich jeden. Was hatte Frau Resch damit zu tun? Das ist aber jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Dass Sie sich erwarten, dass ich Ihnen das jetzt erkläre. So, jetzt ist Schluss mit Versteckspielen, Herr Lieb. Was haben Sie heute zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr gemacht? Ich war zu Hause. Zuerst habe ich meiner Familie ein Frühstück zubereitet und dann bin ich am Schreibtisch gesessen. Der nächste Schreibtisch, an dem Sie sitzen werden, ist der bei uns. Heute Nachmittag, ohne Frühstück. Bis später. Ich habe beim Hersteller anfragen lassen, in welchen Geschäften man den Sherry überhaupt kriegt. Da warte ich noch auf eine Antwort. Aber vielleicht haben wir Glück und es ist mit einer Scheckkarte oder mit einer Kreditkarte bezahlt worden. Bei 348 Euro ist das leicht möglich. Oh, haben wir einen Optimisten gefrühstückt? Ja, ich weiß, dass das idiotisch ist. Aber es fällt sonst nichts. Und es kann nur der Täter gewesen sein, der die Flasche verschwinden hat lassen. Und was stellen Sie sich vor, dass ich dem Staatsanwalt erzähle? Dass unser Techniker die Nacht vor dem Mord in der Wohnung verbracht hat und dass er sich ganz sicher ist, dass da was fehlt? Sind Sie narrisch? Chef, ich versuch's. Ich kann es einfach nicht glauben, dass das der Hans war. Ich kenn ihn. Da braucht's ein bisschen mehr als Eifersucht, dass der aus der Haut fährt. Hab ich was von Eifersucht gesagt? So, die Herren. Das ist alles, was ich auf dem Laptop von der Daniela Resch gefunden habe. Also, was dieser Journalist, der, wenn er lebt, da gefunden hat. An Fakten, da dreht's einem den Magen um. Mich wundert nicht, dass irgendjemand diese Website gesperrt hat. Da gab es sicher genügend Personen, die daran Interesse gehabt haben. Aber was hat das mit Pornografie und Glücksspiel zu tun? Bis auf die Bordellbesucher auf Staatskosten nicht besonders viel. In den übrigen Fällen sind da zum Beispiel Steuergelder für Parteienwerbung geflossen. Bestechung, Korruption, Datenverrat. Da drin stehen so ziemlich alle Skandale, die sicher lieber unter den Teppich gekehrt worden wären. Das sind ja alles so Geschichten, die man mit der Zeit einfach vergisst. Das ist zum Beispiel das Verfahren wegen Amtsmissbrauch gegen den Landeshauptmann. Ist ja eingestellt worden damals, ne? Ich erinnere mich. Was steht da? Das Justizministerium entschied mit erstaunlichen Argumenten, keine Anklage zu erheben und einen öffentlichen Prozess zu vermeiden. Die haben 3 Jahre in dem Fall ermittelt. Und dann haben sie sich einfach hinter den Kulissen geeinigt. Hier geht es um eingestellte Verfahren gegen Politiker, Manager, Amtsärzte, Richter, Staatsanwälte, Polizisten. Das ist ein solcher Sumpf, alles unpackbar. Ich möchte wissen, wo der Leb die Akten her hat. Der wird seine Informanten schützen. Aber ich gehe stark davon aus, dass Daniela Resch dazugehört hat. Er ist auf jeden Fall spür mit dem Feuer. Wenn nur halbwegs durchgesickert ist, was die hier zusammengetragen hat, dann hat sie sich eine Menge Feinde gemacht. Hat der Kollege von der Resch irgendwelche Handhaltungen gemacht? Bis auf, dass sie von allen Seiten unter Druck gestanden ist, na.
Also, ich bitte euch, sagt nichts dem Franz von dem, was ich jetzt laut ausspreche. Aber könnte es nicht einfach sein, dass der Kronberger von einem Geheimnisverrat gewusst hat und die Rechte damit erpressen wollte? Ja, aber wofür? Dafür, dass sie ihm zurückkommt? Leute, diesen Sherry, den kriegt man in Baden überhaupt nicht. Und in Wien nur in einem einzigen Laden. Und bezahlt wurde er mit einer Firmenkreditkarte. Und zwar mit der von Felix Wimmer. Ja, aber der Felix Wimmer kann das nicht gewesen sein. Die Taxlerin hat ausgesagt, dass ihr Fahrgast Mitte 50 war. Also davon ist der Wimmer ja wohl weit entfernt. Na ja, und? Ich meine, in der Morgensonne schaue ich auch 10 Jahre älter aus. Ja. Gut, also dann wird sich der Herr Oberstaatsanwalt doch einmal Zeit für ein persönliches Gespräch mit mir nehmen müssen. Es geht uns allen sehr, sehr nahe. Die Frau Magister Resch war eine unserer engagiertesten Mitarbeiterinnen. Gut, da muss ich Sie möglicherweise enttäuschen, weil aus Ihrem Haus brisante Unterlagen in die falschen, oder wer weiß, vielleicht sogar in die richtigen Hände gelangt sind. Falls Sie auf das Dossier von diesem Leb anspielen, Herr Oberst, also unter uns gesagt, ich bin dem Mann fast dankbar. Weil er öffentlich macht, was sich hier hinter den Kulissen abspielt? Sie wissen doch aus Ihrer eigenen Arbeit, wie vermint das politische Gelände oft ist. Das ist eine äußerst sensible Angelegenheit. Und solange wir Staatsanwälte weiter weisungsgebunden sind, wird es eben weiter eine Art Befehlsnotstand geben. Und da braucht sie und da so eine Art Ventil, durch das sich die Wahrheit und die Gerechtigkeit Luft verschaffen können. Verstehe. Weil Staatsanwälte keine politischen Konflikte lösen können, braucht man Denunzianten, richtig? Informanten, Herr Oberst. Wertvolle Informanten. Ja, natürlich. Gut, aber meine Meinung ist da eh nicht gefragt, außer möglicherweise in der Wahlkabine. Das hat die Frau Resch übrigens ganz ähnlich gesehen. Und hat deswegen dem Leb die Akten zugespielt? Das habe ich erst heute erfahren. Unter dem Nachfolger der Frau Magister wird sowas sowieso nicht mehr möglich sein. Hm. Weiß man schon, wer das ist? Ja, der Wimmer. Kennt sich in allem bestens aus. Der Wimmer. Die Flasche Sherry war ein Geburtstagsgeschenk, sagen Sie. 350 Euro für eine Kollegin? Das ist wohl meine Sache. Na, es wird Ihnen die Kollegin schon wert gewesen sein. Dass die gar keinen Sherry mag, gut, das können Sie ja nicht wissen. Nur sie ist so kurz mit ihr verbandelt worden. Sie unterstellen mir ein Verhältnis mit ihr? Entschuldigung, das ist mehr als lächerlich. Das werden wir ja noch sehen. Sagt Ihnen der Name Werner Leb was? Ja. Na was, ja. Kennen Sie ihn? Nein. Sag mal, lustig, ne? Also hat Ihnen die Frau Resch von ihm erzählt? Na, das hat schon bleiben lassen. Es war ein ziemlich blödes Spiel, was sie da gespielt hat. So what? Jetzt ist vorbei. Wann haben Sie herausgefunden, dass Daniela Aknerleb weitergibt? Ich bin der Letzte, der irgendwo rumschnüffelt. Aber letzte Woche wurde klar, dass das nicht nur ein Gerücht ist. Und Sie hatten einen prima Trumpf in der Hand, um auf Ihren Platz zu rücken. Aber Daniela hat sich nicht beeindrucken lassen, was? Ist das die Frage, wo ich heute Morgen war? Ich bin vom Flughafen gleich ins Büro gefahren. Wo waren wir denn? Auf Dienstreise in Zürich. Und weil Frau Resch in Urlaub war, musste der Oberstaatsanwalt auf mich zurückgreifen. Ah. Parkdeck Terminal 1. Wann ich auscheckt habe, können Sie es auch lesen. Ich sehe schon. Der Schweinepreis fürs Ticket war's wert. Danke. Ich war übrigens vor der Sekretärin im Büro, wenn Sie die jetzt auch noch fragen wollen. So. Mit mir sind's fertig? Na, der ist nicht bei mir hinten drin gesessen. So jung war der nämlich gar nicht. Und verheiratet ist der schon gar nicht. Das können Sie mal glauben. Und das sehen Sie natürlich sofort. Solche Typen sind nur in sich selber verliebt. Das ist das Problem. Aha. Ja, gut. Dann danke ich recht herzlich. Wiederhören. Was sagt das Fräulein Sekretärin? Als sie ins Büro kam, war Wimmer schon in einer Besprechung. Beim Oberstaatsanwalt Zauner. In der frühzeitig dran, den ganzen Tag voran. Außerdem wird dieser Zauner vielleicht in 2-3 Jahren Minister. Ach nee, das trifft sich ja gut. Ihn wollten wir heute auch noch einen Besuch abstatten. Ich weiß.
Das hier sind die Kopien der Vorhabensberichte der Staatsanwaltschaft. Die hat mir Daniela gegeben. Machen Sie damit, was Sie wollen. Und da ist mein Artikel drauf. Der wird übrigens nicht veröffentlicht, weil meinem Herrn Chefredakteur war das Ganze zu heiß. Was, wenn wir bereits den Inhalt dieses Artikels kennen würden? Sie kennen den? Wo haben Sie den her? Tja, wir haben uns erlaubt, Daniela Resch Laptop zu überprüfen. Das ist doch kompletter Wahnsinn. Warum jetzt genau? Na, dass die den einfach durch die Gegend mitschleift, am besten noch mit ins Büro nimmt. Das ist mir auch klar, warum sie mich unbedingt treffen wollte. Weil sie nämlich aufgeflogen war. Der Wimmer. Ist das ein Hacker? Was ist los? Was willst du noch von mir, ha? Ich war ein Problem. Du hast meinen Kollegen nicht die Wahrheit erzählt. Sag mal, spinnst du jetzt? Ich hab euch genau gesagt, wie es war. Nein, hast du nicht. Du hast zum Beispiel nicht gesagt, dass du den ganzen letzten Tag die Daniela belagert hast. Und gestritten, mein Lieber. Habt ihr nicht nur wegen dem Wagen. Hat sie dir das alles erzählt? Ja, klar. Klar haben wir auch über eure Beziehung geredet. Weißt du, es war nicht nur für dich schwer, dass ihr euch trennen habt müssen. Jetzt Moment einmal, ja. Also von mir aus hätte es nicht müssen. Und außerdem ein bisschen mehr Geld für das Auto hätte schon rausrücken können. Ich meine, der hat doch einen Haufen verdient bei dem Scheißministerium. Habt ihr geredet drüber? Über was? Über ihre Arbeit. Franz, pass auf. Find das Arschloch, ja. Find das Arschloch und lass mich einmal Ruhe. Hans, du bleibst jetzt da. Weil es da so gemütlich ist. Sie hat einen Neuen. Und der besser im Bett ist als ich. Und ihr Geld tut er auch verdienen. Hast du das nicht erzählt? Na. Aber weißt du, wer das ist? Was weiß ich, wie der heißt. Irgendein Arbeitskollege von ihr. Wieso hat's denn sonst plötzlich so gern Überstunden gemacht? Kannst du mir das sagen? Keine Ahnung. Sie hat mich nie in die Wohnung gelassen. Hat der Typ vielleicht schon bei ihr gewohnt? Glaub mir eins, da hat kein anderer Mann gewohnt. Moment, du meinst, der hat die Wohnung gezahlt, aber nicht da drin gewohnt? Ja, wieso, ne? Geh, hör auf mit dem Scheiß. Lass mich doch von dir nicht verarschen. Lass mich immer verarschen. So, Frau Elfi, was ist für dich jetzt? Schauen Sie sich, Frau Elfi, schauen Sie sich bitte alle auf der Website an und sagen Sie mir einfach, ob Sie jemanden wiedererkennen. Ich bin richtig stolz. Der Herr Oberstaatsanwalt persönlich hat mich heute aufgeweckt. Mit der vielleicht nicht ganz unberechtigten Frage, wieso wir den Wimmer vorgenommen haben. Wieso, was der Zauner davon? Ist der Wimmer gestern Abend noch bei ihm vorbeigelaufen, hat sich ausgeheult? Und sichtlich mit Erfolg. Und was macht die Dachslerin da? Ja, der Ex von der Resch ist der felsenfesten Überzeugung, dass sie ein Verhältnis gehabt hat mit einem Kollegen. Und jetzt schauen sie sich auch mit welchem. Hm. Ah, und die lässt sie jetzt alle antanzen, ne? Das ist eine schöne Arbeit, kann mich gut erinnern. Bisschen mühsam vielleicht, aber naja, Chef sein hat auch Nachteile. Das ist jetzt aber nicht der Ernst. Na sicher ist er das. Irrtum ausgeschlossen. Das sage ich unter Eid aus, Chef. Das ist der, den Sie gestern im Taxi herumchauffiert haben? Vom Flughafen nach Baden. Ja, er hat vielleicht nicht so geschniegelt ausgeschaut wie auf dem Büdel da, aber na, ist er gerade im Flieger gesessen. Naja, der Zauner gibt an, dass er erst gestern früh vom Geheimnisverrat seiner Mitarbeiterin erfahren hat. Oder höchstwahrscheinlich vom Wimmer, ne? Mit dem ist er ja in Zürich gewesen. Und verheiratet ist der Zauner auch. Aber statt vom Flughafen direkt nach Hause zu fahren, fährt er erstmal bei Frau Resch vorbei. Die ihm im Bademantel öffnet.
Wir haben zwei Schlüssel gefunden. Die Hausverwaltung gibt an, sie hat drei Schlüssel ausgegeben. Den dritten hast du, oder? Bitte. Ihr alter Freund, der Krumberger, hat sicher keinen? Na, die Daniela wollte Abstand gewinnen. Die hat ihm sicher keinen Schlüssel gegeben. Gut, ich kenne mich da nicht aus, aber traditionellerweise soll ja der Liebhaber einen Schlüssel kriegen. Ne? Wir sollten einmal mit dem Zauner reden. Bis jetzt haben wir nur Indizien, Chef. Und die Frau Strauß. Herr Oberstaatsanwalt, Oberst Dierenberger ist da. Danke, Frau Steine. Wir sind nicht alleine, Oberst. Major Rybarski. Tag. Oberstleutnant Nowak, die Kollegen bearbeiten den Fall Daniela Resch. Ah, ich habe gehört, der Wim hat mir erzählt. Bitte, meine Herren, was kann ich für Sie tun? Arbeit, Herr Oberst. Sie erinnern sich an die Dame? Der Schlüssel der Frau Resch. Das ist der Hausschlüssel und unser Wohnungsschlüssel. Ich habe gewusst, dass sie zu Hause ist, aber ich wusste nicht, dass sie Besuch hatte. Schon zurück? Du hattest einen Gast. Nicht zu übersehen, oder? Wer war hier? Kennst du nicht. Warum hast du nicht angerufen, dass du früher kommst? Daniela. Wer war hier? Solange wir nicht verheiratet sind, geht dich das nicht an. Habe ich recht, Herr Oberstaatsanwalt? Spinnst du? Halt dich an die Spielregeln, verdammte Sie war sofort tot. Dann sind Sie in Panik geraten? Mein Gott, ja! Ich habe zugeschlagen. Von Fahrlässigkeit kann man wohl nicht reden. Warum dann die Vortäuschung von Selbstmord? Das war nicht meine Idee. Ah, da war noch jemand in der Wohnung. Wer denn? Na, der, der immer dabei ist. Wimmer. Ich hatte ihn gebeten, die Vorlagen vorbeizubringen. Und Wimmer hat auch die Leiche aufgehängt. Sie sollten im Wagen warten. Wimmer, wir müssen zur Polizei gehen. Sind Sie wahnsinnig? Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, ja? Es glaubt uns doch kein Mensch, dass sich die Daniela erhängt hat. Das liegt ganz bei Ihnen. Und ich kann schweigen wie ein Grab. Gibt es hier noch irgendwas, was Sie in den Händen gehabt haben? Ja. Den Sherry. Jetzt gehen wir. Und der Wimmer hat auch die Flasche Sherry mitgehen lassen. Ich hatte den Sherry erst vor 3 Tagen geschenkt. Tja, das war leider keine gute Idee, den mitzunehmen. Ich konnte nicht klar denken. Der Wimmer wusste ja von Ihrem Verhältnis zu Frau Resch, ne? Ich kann es meiner Frau verheimlichen, aber vor dem Wimmer ausgeschlossen. Na, immerhin hat er durchgehalten und mitgespielt. Ja, und das aus purer Loyalität. Er wollte mich schützen und unsere Arbeit. Aber ich halte das nicht durch. Wollen Sie noch Ihre Frau anrufen? Jedenfalls bald genug. Aber... Herr Oberst, ich hätte eine Bitte. Könnten wir auf die Handschellen verzichten? Wir müssen durchs ganze Haus. Bitte. Hast du die Adresse von dem Wimmer? $350.
Euro für den Schaß. Dabei schmeckt's nicht einmal. Ja, wie auch. Wenn's 50er ins Fass gesperrt war. Ja, kann so lange jetzt bei Ihnen nicht dauern. Ich hab's gewusst! Der Alte hat keine Eier in der Hose. Dafür den Arsch geh ich nicht in den Knast. Alles. Alles. Aber das mache ich nicht. Ja, Hans, hallo, ich bin's. Du, wenn du sauer bist auf mich, dann versteh das schon. Aber bitte ruf mir an. Vielleicht können wir uns sehen, heute oder morgen. Okay, also, bis dann. Franz? Mach dir keinen Kopf. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Naja. Andererseits, wenn ich nach Hause gefahren wäre, wäre das alles nicht passiert. Ist doch verrückt, oder? Angst auf uns zurück nach Wien. Bots eine Idee, jetzt wahrscheinlich um einen Baum gewickelt. Und wir hätten dann in deiner schmutzigen Vergangenheit nach Selbstmordabsichten forschen dürfen.